kaufen durch für 9. Für 9. Jawohl, wird Lederstiefel. Für 132. Das ist mehr als ich für. Das verkaufen wir auch. 7 Goldstücke sind 7 Goldstücke. Ihr seid. Ups. Hosen der Ausdauer. Für 164. Das mag. Daran habt ihr viel Gold das verdient. Auch einmal. Das ist auch ein guter Preis für einen guten Kunden. Tränke müssen wir den loswerden. Deswegen die auch nicht viel. Das verschenken wir einfach mal. Die Seelensplitter behalten wir, die brauchen wir nicht noch. Das wiegt auch eigentlich nichts. Für 220 Goldstücke. Die behalten wir noch. Magieresistenz, wenn wir brauchen. Das verkaufen wir. Der Erholung kann auch weg. Die verkaufen wir auch. Die werden wir nie aufbrauchen. So. Gift lassen wir nochmal. Ausdauer haben wir selbst alle hergestellt. Bringt nicht viel, aber können die auch wieder selber machen. Macht ja nichts, wenn wir die ein bisschen verkaufen. Und dann noch diesen Trank und noch einen. Das klingt ein guter Preis für einen guten Kunden. So, und nun hätte ich gerne da deinen. Ich hätte gerne die Stiefel, den Helm und die Handschuhe. Das war mir. Weste des Baden. Bären. Es war mir ein. Die rüsten wir schnell um. Dann verkaufen wir den anderen Scheiß gleich wieder. Stahlhelm. Stahlhandschuhe, Stahlhelm. Ach, die haben wir schon gehabt. Mist. Habe ich gespeichert? Nein. Na, egal. Auch hier. Ja? Das heißt, ich brauche noch eine Hose. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass. Das ist. Mist. Das ist ärgerlich. Kannst du reparieren? Und? Nein. Auf Wiedersehen. So. Ah, die Hatten sind aber cool. So. Wir brauchen jetzt also einen Schmied. Was ist das denn für ein Hammer und Zange? Das hört sich doch auf dem Schmied an. So. Bist du der Schmied? Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin Agnet. Ach, so ein bisschen kleines Alkoholproblem wahrscheinlich, die Dame. Eiserne Kriegsaxthammer, lalalala. Stahlbeinschienen. Stahlbeinschienen kaufen. Dieses Angebot würde ich nicht jedem dahergelaufenen Interessenten machen. Nein, okay. Stahlbeinschienen, dann verkaufen wir unsere Eisenbeinschienen. Daran habt ihr viel Gold verdient. No. Okay. Kann ich hier noch. Willst du noch irgendwas von mir haben? Ich verkaufe dir alles. Naja. Anscheinend nicht. Bären. Es war mir ein. Halt, los. Reparieren. Ich kann alles für 58 Goldstücke. Danke. Kann Handeln, ich euch etwas von meinen. Handeln nicht mehr Gerüchte. Undena Oreti baut sehr gute Tomaten an. Ja, das sind wirklich gute Tomaten. Interessant. Also die örtlichen Weine sind hervorragend. Sie sind nicht billig. Aber ich trinke kein Bier oder Ale mehr und das will was heißen für eine Nacht. Ja. Ich möchte auch jetzt nicht über Alkohol sprechen. Hat doch jeder schon mal gehabt, oder? Dass er mal für so ein paar Tage so Alkohol war. Ach, am Wochenende nicht sein Thema. Ach, der weibliche Harnisch. Stahlbeinschienen, die haben wir ja an. Vielleicht sollten wir die echt mal beklauen. Also. Oder aber wieder zum Schwert wechseln? Naja, erstmal nicht. Wenn wir wieder was gefunden. Kann ich euch. Wer bist du eigentlich? Sein? Ich bin Falanu, Haus Lalu. Als ob das hier eine. Okay, Nirnwurz? Keine Ahnung, so eine Wurzel habe ich noch nie gesehen. Geht zur Herberge.
Zur Herberge? Gehen wir doch dahin. Oder? Was sagt die Quest? Da, okay, gut. Bewegen wir uns mal in die Richtung. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier los ist. Herberge zur Westebene. Und von euch ist es anscheinend keine. Else Gotthater? Ich bin Else Gotthasser. Ja, ich hasse die Götter. Alle Götter. Die können mich alle mal kreuzweise. Und wenn euch das nicht passt, könnt ihr mich auch kreuzweise. Sympathisch. Aber was, warum? Soweit ich weiß, ja, sucht die... Fragt mich, was ich über Kapellen, Beten... Die Götter tun gar nichts. Gibt es sie überhaupt? Woher sollen... Dedra-Fürsten, klar, die existieren. Die tun was. Schlimme Dinge, meistens. Aber eben Dinge, die man sehen kann. Die Götter, die tun gar nichts. Also warum bauen wir große Kapellen und sitzen herum und murmeln und bitten sie, uns vor diesem oder jenem zu retten? Das ist doch bescheuert. Und Kapellen und Priester und Leute, die auf den Knien rumrutschen, sind auch bescheuert. Sie hat nicht Unrecht. Auch wenn ich mir jetzt damit... Ja, ist ja gut. Auch wenn ich mir damit das Feine mache, aber sie hat schon nicht Unrecht, ne? Da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Ach, Sindirion. Ah, das ist also der Keller. Okay. Zu Sindirions Keller. Gut. Dann stolzieren wir doch mal hier runter und da ist er. So, ihr bringt mir etwas zum... Die Nirnwurz. Ja, das ist ein echter Nirnwurz. Und noch dazu in ausgezeichneter Qualität. Oh, da kommt mir eine Idee. Ihr wisst ja nun schon, wie sie aussehen. Was haltet ihr von einer kleinen Sammelexpedition? Sehr gut. Aber bevor ihr geht, solltet ihr noch etwas über Nirnwurz lernen. Ansonsten lauft ihr womöglich im Kreis, ohne welchen zu finden. Dann erzähl mal. Vor einigen Jahren verkaufte mir ein Abenteurer, genau wie ihr es seid, ein modriges altes Buch mit alchemistischen Formeln. Die meisten davon waren nutzlos. Auf einer der vergilbten Seiten fand ich jedoch das Rezept für ein Elixier der Erforschung, das perfekte Gebräu für jeden Verliesfanatiker. Die Formel sah gut aus, außer dass man dafür eine äußerst seltene Zutat benötigte. Ich legte das Buch zur Seite, weil ich ehrlich gesagt so viele andere komplizierte Experimente am Laufen hatte, dass ich einfach keine Zeit hatte, mich auf die Suche danach zu machen. Dass ihr nun da seid, ändert die Situation allerdings. Das Elixier der Erforschung ist ein Mehrzwecktrank, der offenbar mit der Kerkererforschung im Blick entwickelt wurde. Die Formel beschreibt mehrere Stärken des Elixiers. Ich habe ein kurzes Sendschreiben darüber für das Wenn ihr mir 10 Stück Nirnwurz bringt, braue ich euch das Elixier für einen absoluten Spezialpreis. Außerdem werde ich euch... Der beste Ausgangspunkt für euch wäre der Schattenblatthain, ein Teil des großen Forsts. Viel Glück und kommt... Okay. Ups. Jetzt habe ich gerade eben die Konsole aktiviert. Wir lesen uns mal sein Sendschreiben durch. Ja, da. Damit komme ich nun zum nächsten Thema, dem leuchtenden Rhizom, der als Nirnwurz bekannten Pflanze. Okay. Diese erstaunliche widerstandsfähige Wurzel, einst an fast allen größeren Flüssen, Gewässern zu finden, ist inzwischen äußerst selten geworden. Und akut vom Aussterben bedroht. Ich selbst habe noch nie einen ihrer knorrigen Triebe zu Gesicht bekommen, da sie selten in Sichtweite der großen, der Straßen Zerodits wächst. Den Aufzeichnungen des bekannten kaiserlichen Kräuterkundigen Chivios irgendwas, zufolge war die Nirnwurz früher häufig und im ganzen Land verbreitet. Aber er vermutet, dass ihr Wachstum durch ein vehementes Ereignis gehemmt wurde. Während viele Gelehrte die These ablehnen, dass die Sonnenfinsternis von, eine katastrophale Wirkung auf alles pflanzliche Leben hatte, vertritt Chivios die Ansicht, dass das Erbgut der Nirnwurz durch den über die Jahre andauernden Sonnenentzug beschädigt wurde, während andere Pflanzenarten diesen Mangel irgendwie kompensieren konnten. Habe Nirnwurz aufgrund ihrer geheimnisvollen magischen Natur besonders empfindlich auf den Klimawandel reagiert.
Ob dies nun zutrifft oder nicht, auf jeden Fall stimmt es, dass sie nirgends im Laufe der Jahre immer seltener zu treffen ist. Das Verblüffendste an den Studien von Chivius ist, dass er in seinen Notizen zu dieser Wurzel ihr gelbliches Leuchten beschreibt. Die Nirmuts von heute hingegen leuchtet sanft bläulich oder blau-weiß. Da leider seit den Studien von den Nirmuts nicht mehr viel erforscht, wurde es unbekannt, wann und warum diese Änderung eintrat. Meine These heute lautet, dass die Nirmuts, obwohl nur eine Pflanze, ihr drohendes Aussterben gespürt und daher ihre Natur selbst verändert hat, um zu überleben. Eins der offensichtlicheren Merkmale der heutigen Nirnwurz, das diese Theorie unterstützt, ist die Tatsache, dass sie jetzt unter der Erde ohne jegliches Sonnenlicht zu überleben vermag. Obgleich im Allgemeinen nur Moose und Pilze unter solchen Bedingungen wachsen, habe ich zwei begläubigte Aussagen von Personen, die behaupten, Nirnwurz in tiefen Höhen gesehen zu haben. Nicht ein einziges Mal erwähnt in seinen umfangreichen Notizen eine unterirdisch wachsende Nirnwurz. Wie aber kann das sein? Wie kommt es, dass eine an der Erdoberfläche wachsende Pflanze auf einmal in der Umgebung auftritt, die von ihrem normalen Habitat völlig verschieden ist? Die Antwort verwehrt Kollegen der Chemie ist in der Aufzeichnung von Givio selbst verborgen. Obwohl er in seinem Laboratorium sehr viel Zeit mit dem Studium der Nirnwurz verbrachte, versäumte er es, etwas sehr Wichtiges näher zu untersuchen, nämlich das Erdreich. Oh Leute. Also ich glaube, das reicht, ne? Den Rest könnt ihr dann selber lesen, weil ich es mal vorsichtig runter. So. So, das müsste nun alles gewesen sein. Aber das ist echt, hui, zu lange. Das sprengt den Rahmen unserer Folgen. Aber gut, dann haben wir nur einen Auftrag. Ich sehe schon, wir nehmen schon eine halbe Stunde bald wieder auf. Ja, aber wir machen die Session noch ein bisschen länger. Also ich mache das noch ein bisschen länger. So, und wir schauen mal nach. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Die Nirnwurz haben wir erledigt. Bleiben wir erstmal? Oder machen wir uns auf den Weg nach Quatsch? Karte. Oder wir schlagen uns erstmal in den Naden noch nach Koroll und nach Bruma durch. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Oder wir machen uns auf den Weg nach Anvil. Wisst ihr was? Ich glaube, wir reisen nochmal zurück in die Kaiserstadt. Keim-Universität, Gefängnis, Arena. Reise nach Kaiserstadt, Arena. Denn wir wollten ja noch in die Arena und das machen wir heute auch noch. Und dann schauen wir mal. Seid gegrüßt. Wenn ihr die Arena als Kämpfer betreten wollt, müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Owen, dem Waffen... Okay, wetten möchte ich nicht. Nein, ich möchte jetzt nicht wetten. Oh. Danke. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Yep. Die Arena. Alles klar. Mit ihm reden? Nein, wir reden erst mal mit diesem komischen Typen. Du bist es nicht. Du bist da. Da, du siehst so aus. Ich bin ein... Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich gebe... Ich will Kämpfer werden. Wie bitte? Wartet, ihr meint es ernst? In Ordnung, du kommst zu deinem eigenen... Lasst mich euch euer Kampf... Ich nehme das Schwere. Hier, darauf könnt ihr stolz sein. Und geht sorgfältig damit um, ja? Dann kann ich es nach eurem Tod an den... Sagt es mir einfach, wenn ihr bereit... Bewegung! Okay, wir ziehen das einfach mal an. Schweres Arena-Gewand. Boah, das sieht aber eine ganze Menge, ne? Ihr seid noch nicht auf... Bereit für eine Partie. Also gut, ihr wo... Wenn ihr bereit seid, euch aus... Okay, das müssen wir... Was hier hoch? Ja. Mit dir reden wir später. Wie heißt denn du? Programmer, okay. Mit dem reden wir später. Erstmal müssen wir unsere Axt jetzt ausprobieren. Ich hätte speichern sollen vorher. Egal. So, Speicher haben wir. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Für diesen Kampf haben wir Frischfleisch. Zwei brandneue Kampfhunde. Verlieren wir also keine Zeit. Möge der Kampf beginnen.
Na, denn mal los. Autsch. Oh ja. Das ist keine Chance gegen uns. Die heilt sich, die doofe Kuh. Dieser Kampf ist schon entschieden, du Schwächling. Dieser Kampf ist schon entschieden. Schwächling allein schon. Na, der Block muss dich mal schützen. Stirb. Der Sieger steht fest. Den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team. Verlasst nun die Arena und also, gönnt euch Ruhe. Für solche Kämpfe sollten wir echt noch mal was anderes nehmen. Denn ich muss ehrlich sagen, die hat uns ganz schön zugerichtet. So. Und ich, die Platte ist langsam voll, deswegen auch die Drops. Aua, aua. Bei den neuen Göttlichen. Ihr kennt euer... Danke. Und wir werden unser Kampfgewand mal los. Und... Oh, oi, oi, oi. Wieder anziehen. So. Fertig. Wobei ich glaube, weil das schon wieder Schild dabei ist, auch wieder 14, ne? Wisst ihr was? Wir lassen mal unsere Axt hier. Jetzt haben wir zwar kein Schwert mehr, aber hier nicht noch irgendwas. Nehmen wir mit. Okay, die FPS-Drops sind echt hart, aber egal. Jetzt geht's schon wieder. Ist anscheinend irgendwie hier unten ein Problem. So, und wir nehmen mal und gehen zum Marktbezirk. Denn ich will mir noch Schwert kaufen. Die Axt werden wir in der Arena erstmal lassen. Ich will sie nämlich auch nicht mitnehmen, weil sie zu schwer ist. Und ja, dann werden wir sie erstmal da lassen. So. Ja, unser Pferd befindet sich außerhalb des Stadttores. Erik hat ein blühendes Alchemiegeschäft. Wunderbar, hört dich auch gerne. Die vergoldete Karaffe an. Du siehst aber auch. Hi. 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 Nein, das ist nicht unser Laden. Wir gehen mit FPS-Drops. Ich versuche es mal wieder einzudämmen. Ich möchte nicht darüber sprechen. Habt ihr schon mit Dulgrun Schuck über das Tragen leichter Rüstung geredet? Jetzt geht's anscheinend wieder. Ich glaube, ich beende gleich mal die Aufnahme. Und, aber erstmal kaufen wir uns jetzt ein neues Schwert. Ich wollte eigentlich ein paar mehr Folgen aufnehmen. Was wollt ihr? Aber, okay, dann geht's nicht. Wenn ich's nicht reparieren kann... Ha, eindeutig, das war teuer. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich möchte gerne ein Stahllangschwert. Vielen Dank. Das besitzen wir jetzt schon. Ich weiß... Und... Somit... Ich kann das nicht mal mehr auswählen, ha? Lebt wohl. Und jetzt? Ja, das passt besser zu uns. Obwohl das Schwert irgendwie hässlich aussieht. Aber egal. Ich bin ganz. Das brauchst du nicht sein. Wir suchen uns nochmal kurz eine Position für irgendwas, dass wir uns ein bisschen verabschieden können. So ein bisschen Marktschreier. Hey, ja, und jetzt hier hoch und super. Und so sehen wir jetzt aus. Diese Augen sind ziemlich krass, ne? Aber ist cool. Ich finde, die Rüstungen sind doch eigentlich auch ganz cool. Auch mit diesem... Ich finde das cool. Also, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Vivien. Bis dann und dann hoffentlich mit weniger FPS-Drops. Also, tschüss. Ciao.